Hi Freunde, mein Name ist Frank und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert diesen Kanal und schaut doch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Heute werde ich mal versuchen, euch zu erklären, wie es denn dazu gekommen ist, dass ich aus der Linkspartei heraus zum Konservativen wurde. Und ich will versuchen, die lange Geschichte möglichst kurz zu fassen. Ich habe jetzt auch kein großartiges Skript jetzt geschrieben, sondern habe mir nur ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich halt keine Dinge vergesse, auslasse und so weiter. Also zuerst einmal muss ich jetzt sagen, ich bin relativ konservativ aufgewachsen. Und das heißt meine Großeltern, die stammen aus Ostpreußen und haben dementsprechend preußische Werte vermittelt. Und dementsprechend, sind mir halt diese guten alten Tugenden, wie man ja so aus dem deutschen Preußischen kennt, von wegen Pünktlichkeit, Höflichkeit, Respekt vor den älteren Menschen und Sülz, 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 bla bla bla, kennt man alles. Muss ich da nicht groß erklären. Ich fand die aber teilweise auch ein bisschen sehr spießig, die ganzen Werte. Und deswegen habe ich auch in der Jugend schon angefangen, immer ein bisschen, zu rebellieren, sag ich mal. Und dementsprechend hatte ich damals halt, lange Haare. Und war halt ein bisschen mit Heavy Metal und Punk-Szene so verbandelt. Wobei mit der Punk-Szene hat ja nichts mit politischen Ansichten zu tun, sondern war einfach nur diese Rebellion halt im Jugendalter. Mit meiner Heavy Metal Musik, da habe ich auch selber Musik gemacht, war halt also Gitarristen in der Band und habe halt größtenteils dann sozialkritische Texte geschrieben. Und ja, ich war auch politisch schon immer sehr interessiert. Das heißt also, Politik in der Schule war halt immer so ein kleines Steckenpferd von mir. Und das ist halt bis heute eigentlich so geblieben. Also ich meine, mit Politik setze ich mich auch heute noch mal sehr gerne auseinander. Ja, ich hatte also immer schon einen starken Gerechtigkeitssinn. Und habe also auch mal versucht, für die Schwachen einzustehen. Und in der Schule, da hatte ich auch so Fächer gehabt wie Sozialwissenschaften und so weiter. Und das war halt auch so ein weiteres Steckenpferd damals. Habe ich mich halt immer sehr darüber aufgeregt, was für Ungerechtigkeiten so in Deutschland stattfinden. Wie zum Beispiel die Hartz-IV-Reform oder die Sparpolitik in der Schulbildung. Oder die Altersarmut, Steuern. Ja, und ich war halt auch immer gegen Krieg. Also egal welchen Krieg jetzt, ich war immer gegen Krieg. Ja, und mir ist halt damals so aufgefallen, dass da eigentlich keine Partei ist, die sich wirklich für solche Werte halt einsetzte, außer der Linke damals, die hat immer Plakate gedruckt von wegen für soziale Gerechtigkeit und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir mal da vorbei. Gucken wir mal, was die so können. Und so kam es halt dann, dass ich halt in die Partei Die Linke eingetreten bin damals. Ja, und die erste Zeit war auch mega interessant für mich. Weil ich habe natürlich auch viel über Politik gelernt. Das heißt also, über so Dinge wie Aktivismus, über die Staatsformen an sich, über die Finanzierung von politischen Parteien, über die Demokratie an sich. Ja, und ich habe auch Dinge gelernt wie den Marxismus und Journalismus und NGOs und vieles mehr. Ja, und in dieser Zeit, wo ich halt auch in dieser Linkspartei drin war, habe ich ja dann, wie gesagt, auch den Journalismus ein bisschen gelernt und bin kein gelernter Journalist und bin auch kein Journalist, aber ich habe mich da halt so ein bisschen drin versucht
und habe auch dementsprechend halt, Zeitungsartikel geschrieben. Für den Essener Morgen, das ist halt also eine Essener Zeitung von der Linkspartei. Und da habe ich halt, wie gesagt, ein paar Artikel verfasst, was ziemlich interessant war. Allerdings war ich aber auch ziemlich unzufrieden damit, weil viele meiner Artikel meiner Meinung nach in eine falsche Kategorie eingeordnet wurden. So habe ich zum Beispiel mal einen Artikel gefasst über Klimawandel und Umweltpolitik. Und der wurde dann halt von der Partei als Meinungsbeitrag gekennzeichnet. Obwohl ich dabei wissenschaftlich fundierte Fakten recherchierte und konkrete Lösungsvorschläge ausarbeitete, die halt ohne Einschränkungen für das Volk auskommen. Also nichts von wegen mit CO2-Steuer und mit Kohleausstieg und Atomausstieg und so weiter. Sondern ich habe andere Alternativen genannt, die auch, super einfach umzusetzen gewesen wären. Und anscheinend passte das aber nicht so ganz irgendwie der linksgrüne Agenda hinein. Und dementsprechend haben sie den Zeitungsartikel dann, wie gesagt, einfach als Meinungsbeitrag, abgestempelt. Fand ich ziemlich daneben, muss ich ehrlich sagen. Oder habe ich da mal einen Beitrag geschrieben, also einen Artikel geschrieben über die Spaltung der Gesellschaft. Weil das hat mich auch schon immer sehr aufgeregt. Und auch dieser, wie gesagt, wurde wieder als Meinungsbeitrag gekennzeichnet. Indem ich den Trend zur Spaltung des Volkes, vor allem aber auch seitens der Linken, angeprangert hatte und dafür warb, mit allen in Dialog zu treten, egal ob links oder rechts. Aber scheinbar passt das wohl auch nicht so ganz irgendwie in die links-grüne Agenda hinein. Und deswegen hat man das auch einfach unter, Meinungsbeitrag oder so, abgeordnet. Ja, und dann war ich natürlich auch noch aktiv als, Aktivist. Wie ich schon sagte, ich war immer schon gegen Krieg, egal welchen Krieg. Und zu der Zeit, als wir diese Aktion damals gestartet hatten, was ihr hier jetzt auch im Video sehen könnt, da hat halt irgendwie eine NATO-Konferenz in der Essener Grugehalle stattgefunden. Und dagegen hatten wir halt dann protestiert. Und ja, mit denen habe ich dann halt so also mitgemacht dann. Und es war halt auch eine interessante Erfahrung dann. Ja, und ich natürlich dann halt auch während der Tätigkeit in der Partei dann halt, sehr viele interessante Leute kennengelernt. Ja, aber dann während der Zeit, wo ich dann halt da war, traten dann halt also auch so die ersten Konflikte so auf, sag ich mal. Vor allem mit so ein paar Leuten dort. Also das Erste, womit ich dann halt ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten bin, war natürlich, die Ablehnung des Marxismus. Also die Partei hat immer irgendwie auf Marxismus geschworen und überall hingen Plakate von wegen, Marx, es muss und so weiter. Und ich fand den schon immer ziemlich scheiße. Und ich habe auch immer gesagt von wegen, der Marxismus ist eine Krankheit und Kommunismus ist der Tod für die Demokratie. Und damit war ich natürlich direkt ein rotes Tuch für die Leute. Ja, und was mich dann auch mal so gestört hat, waren die ganzen Narrative, das Framing und der Gruppenzwang. Also ich habe halt auch immer bei Ansprachen immer gesagt, hallo, liebe Damen und Herren und so weiter. Und da hat man mich dann auch mal zurechtgewiesen und hat dann gesagt, das heißt hier bei uns Genosse und Genossinnen. Da habe ich mir auch gedacht, hallo,
bin ich hier in der DDR oder bin ich hier im Kommunismus in Russland oder wo bin ich eigentlich? Ja. Und freies Denken war da auch nicht so erwünscht. Also, ja, so ein Freigeist wie ich und so weiter, der wurde dann auch schnell mal gemobbt dort. Und das war dann halt nicht ganz so schön dort. Ja, und dann halt also auch, diese Brandmauern, die ja jetzt auch momentan so groß im Gespräch sind, die gab es bei der Linken die ganze Zeit immer schon. Und das hat mich auch mega gestört. Also, da würde ich sagen, lass ich mal den Hans-Georg Maaßen sprechen, denn ich finde, er hat die richtigen Worte dafür getroffen. Ich bin gegen Brandmauern. Brandmauern sind Erfindungen von Menschen, die mit einer freiheitlichen Demokratie nichts am Hut haben. Ja, und was ich dann auch immer abgelehnt hatte, war dann halt, wie gesagt, der sogenannte Veganismus und diese Propaganda mit dem LGBTIQ+-Thing da, weißt du. Und da war ich auch nicht so einverstanden mit. Naja, aber von wegen mit der Brandmauer, da muss ich nochmal zurückkommen und mal eine kleine Geschichte erzählen dazu. Und zwar war ich in der Schule und hatte einige, naja, sag ich mal, konservative Freunde dort gehabt. Und ja, die waren halt also auch mit ein paar Freunden, also andere Freunde, die wiederum hatten. Und die waren von den Steeler Jungs. Und die Steeler Jungs, die wurden halt immer alle als rechtsradikal und als Nazi und ja, und was nicht alles geframed. Und man hat denen wirklich, vieles nachgesagt und vieles, was nicht stimmt. Und alleine nur, weil ich halt mit den Leuten trotzdem redete, hat man mir eine sogenannte Kontaktschuld auferlegt und mich dann halt ebenso dann schlecht gemacht, hat mir dann nachgesagt von wegen, du bist ja ein Nazi-Freund und was nicht alles, und ich fand das einfach unmöglich. Ich meine, das waren ganz normale Leute, so wie du und ich. Da waren halt alles Mögliche bei, da waren Familienväter bei, ganz normale Studenten. Da waren Hooligans mit dabei, da waren Rocker mit dabei von Bandidos damals und ja, da waren auch ein paar Rechtsradikale mit dabei. Gut, aber man kann auch nicht von einzelnen Leuten auf eine ganze Gruppe schließen und dann halt, wie gesagt, Zeitungsartikel rausbringen, die grundsätzlich nur schreiben von wegen, ja, wir müssen den Kampf gegen rechts aufnehmen, das sind alles Rechtsradikale und bla bla bla. Also da fand ich immer, da hat man einfach alle Leute über einen Kamm geschert, alle pauschalisiert und denen damit Unrecht getan. Und dagegen habe ich mich dann auch gewehrt. Ja, und somit war ich dann halt also auch, der Kontaktschuld schuldig und habe dann halt also auch, wie gesagt, das Gespräch angeboten und habe dann gesagt, hör mal, redet doch erstmal mit den Leuten, guckt doch mal, was für Anliegen die haben und so weiter. Und dann bildet euch dann eure Meinung dazu und so weiter. Ja, aber dann kam immer nur der Spruch so von wegen, ja, mit Nazis reden wir nicht. Da habe ich mir auch gedacht, boah Leute, das sind nicht alles Nazis. Ja, und auch an dieser Stelle muss ich sagen, ich rede mit allen Leuten, egal ob es jetzt Linke sind oder Rechte sind, ob es Veganer sind oder Tierfreunde oder was weiß ich was, soll mir egal sein. Ich höre mir erst einmal an, was die zu sagen haben, und dann bilde ich mir meine Meinung. Ja, und auch dazu, finde ich, hat Hans-Georg Maaßen auch wieder mal die passenden Worte getroffen. Und hört doch mal selber. In einer freiheitlichen Demokratie muss jeder Demokrat bereit sein, mit allen zu reden. Egal woher er kommt, was er ist, aus welchem Milieu er stammt, was für einen Hintergrund er hat und welche Meinung er hat. Wenn man das nicht tut, verrät man die Demokratie. Ja, und was mir dann auch immer ziemlich auf den Wecker ging, war halt immer die ganzen Moralpredigten, die sie immer gehalten haben.
ja, du sollst nicht mit dem reden, du sollst nicht mit dem reden, du musst diese Einstellung haben und ja, wenn du Fleisch isst, dann bist du ja ein Tierquäler und ja, wenn du gegen diese LGBTQ-Propaganda bist, dann bist du direkt queerfeindlich und so weiter und so weiter. Und das ging mir alles so ziemlich auf den Piss, muss ich sagen. Und ja, eines Tages, da kam dann plötzlich mal einer in die Partei rein und ich kann auch nicht mehr sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Ich kann nur sagen, dieser Mensch war 14 Jahre alt. Man konnte wirklich nicht auseinanderhalten, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen war, wie gesagt. Ich weiß aber noch den Namen, Sam. Und ja, dieser oder die Gesell oder die Gesell, Sam, keine Ahnung jetzt, meinte halt, er oder sie wäre Transgender. Ja. Gut, habe ich jetzt erstmal an nichts bei gedacht und habe mir gedacht, alles klar, jeder soll sein, wie er will. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, dass sie halt versucht haben, mit dieser Person als Schlüssel sozusagen, naja, eine Agenda voranzutreiben. Und naja, diese LGBTQ-Plus-Propaganda dann halt, irgendwie ins Leben zu rufen. Und das habe ich dann halt, wie gesagt, verurteilt. Und da war dann auch für mich dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dachte, so von wegen, nee, damit bin ich nicht einverstanden. Weil man weiß es auch, jeder, der in der Jugend ist, der hat doch jeder mal so eine Identitätskrise und denkt sich, ach, wäre ich lieber Männlein, wäre ich lieber Weiblein, stehe ich mehr auf Jung, stehe ich mehr auf Mädchen und so weiter und so weiter. Ich meine, diese Identitätskrise, die macht, glaube ich, so ziemlich jeder mal durch. Und ich habe auch gesagt, so von wegen, hör mal, in dem Alter kann man doch keine Pubertätsblocker verschreiben und, eine Geschlechtsangleichung anstreben. Dafür ist die Person doch noch viel zu jung. Soll doch erst mal sehen, wie die Person dann vielleicht irgendwie, sagen wir mal, in 3-4 Jahren darüber denkt. Vielleicht kommt sie ja dann zu einem ganz anderen Schluss. Aber damit wurde ich ja, wie gesagt, dann als queerfeindlich abgestempelt. Und das fand ich schon ziemlich daneben. Ja, und dann habe ich auch, wie gesagt, manchmal so ein paar Lügen. Ich habe die Linken bei einigen Lügen ertappt, sage ich mal so. Und ich mag es nicht, wenn man Lügen benutzt, nur um eine Propaganda voranzutreiben. Bleiben wir mal bei diesem LGBTQ+. Da wurde zum Beispiel ein Foto so mega abgefeiert in der Partei von einer Tilda Swinton, die mit einer Regenbogenflagge in Moskau auf dem Roten Platz da gestanden hat. Und man weiß ja, der Putin und die russische Regierung und so weiter, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass man Propaganda für diese LGBTQ+-Sache macht. Und ich finde, wenn man dort ist, hat man sich auch an die dortigen Gesetze und Gepflogenheiten zu halten. Ich gehe ja auch nicht irgendwie in den Iran und erzähle überall rum von wegen, ja, Schwulsein ist geil, Schwulsein ist toll und so weiter. Weil ich weiß halt, dass es da nicht gern gesehen ist und passe mich dann halt dementsprechend an. Und ja, genauso habe ich es halt damals auch mit dieser Sache mit Tilda Swinton so empfunden. Und das fand ich halt grundlegend falsch. Und und da haben sie dann auch erzählt von wegen, ja, die Tilda Swinton sei ja eine Heldin, weil die hätte sich ja getraut, sich mit dieser Flagge auf den Roten Platz hinzustellen, obwohl sie weiß, dass sie dafür eine Gefängnisstrafe riskiert. Was für ein Bullshit. Ich meine, Propaganda für Schwul und Lesbisch steht in Russland unter Strafe. Aber darauf steht keine Gefängnisstrafe, so wie die es immer erzählt haben, sondern eine Geldstrafe. Nämlich von ungefähr, ich glaube, wenn ich mich nicht
täusche jetzt im Augenblick, waren das, glaube ich, 70 Euro oder so. Und ja, die Person wurde abgeführt von der Polizei, aber auch nur, um die Personalien festzustellen und um dann halt, wie gesagt, diese Geldstrafe zu entrichten. Aber bei den Linken wurde das so abgestempelt von wegen, ja, die ist ins Gefängnis gegangen, weil sie sich halt für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt hat. Jeder, der schon mal in St. Petersburg war, der weiß, dass dort die Schwulen- und Lesben-Szene sehr verbreitet ist und dass es dort Bars gibt und Straßen gibt, wo da wirklich, die Bars wie in einer Perlenschnur aufgezogen sind und wo die Menschen dort, ihre Sexualität frönen können und feiern können und offen ausleben können. Kein Problem. Das einzige Problem ist nur, man darf keine Propaganda dafür machen. Und das wird halt, wie gesagt, bei den Linken immer so gerne, falsch kommuniziert oder bewusst gelogen, sag ich mal. Und da war ich halt, wie gesagt, ziemlich daneben, dagegen und habe halt diese Lügen dann demaskiert, womit ich ja dann direkt schon querfeindlich abgestempelt wurde. Ja, und dann zu der Zeit, wo ich damals auch in dieser Partei war, dann gab es da eine Person, die hieß Martha. Ich fand die ganz toll, ich fand die sah gut aus und so weiter, habe mich auch ganz gut mit der verstanden, so wie ich dachte. Und ich dachte, da wäre vielleicht was mehr zwischen uns, was wohl offensichtlich ein Fehler war. Und ich hatte sie angebaggert und habe ihr dann so ein paar Gedichte geschrieben gehabt und so weiter. Aber ich war, wie gesagt, immer ein Gentleman. Ich wurde nie aufdringlich und nichts dergleichen. Und nichtsdestotrotz war, wenn sie es nicht erwidert, kann ich verstehen, dann erwidert sie halt meine Annäherungsversuche nicht. Aber ich wurde deswegen dann halt direkt auch wieder als ein Sexist abgestempelt. Also da habe ich mich auch gefragt, ey Leute, seid ihr eigentlich bekloppt oder was? Was soll der Scheiß? Ja, und dann gibt es auch so andere Dinge. Wie zum Beispiel, ich hatte damals eine Jacke von Slayer, so eine Art Strickjacke, sag ich mal. Und Slayer ist eine Heavy-Metal-Band und diese Slayer-Jacke, die war halt so ein bisschen so aufgemacht wie so eine, sag ich mal, typische Rocker-Jacke, so Biker-Szene-mäßig. Und da war dann halt hier auf dem Ärmel so ein paar eiserne Kreuze drauf abgedruckt und wegen dieser eisernen Kreuze, da hat man mich auch direkt wieder abgestempelt und meinte von wegen, ja, das ist ja typisch Nazi-mäßig und hast nicht gesehen. Ist den Leuten immer aufgefallen, dass selbst auf den Flugzeugen der Luftwaffe, womit die Kanzlerin rumfliegt, oder die damalige Kanzlerin Angela Merkel, meine ich, oder jetzt Olaf Scholz, oder ist dem mal aufgefallen, dass eigentlich überall irgendwo was mit Bundeswehr oder mit der damit zusammenhängt, das Eiserne Kreuz abgebildet ist. Also ich glaube kaum, dass zum Beispiel Annalena Baerbock mit der Luftwaffe in andere Länder fliegen würde, wenn da irgendwelche Nazi-Symbole drauf wären. Also absoluter Schwachsinn nur. Ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz hat man mich irgendwie als, nazimäßig abgestempelt. Und das war echt einfach nur Hanebüchen, muss man dazu sagen. Ja, und womit man mich dann auch abgestempelt hatte, war, ich habe mich halt auch immer gegen die Antifa ausgesprochen. Ich habe immer gedacht, die Antifa, die nennt sich zwar antifaschistisch, aber im Kern ist sie faschistisch. Und dementsprechend hat man mich dann halt auch direkt als einen Faschisten abgestempelt, weil ich ja gegen Antifa bin. Und das war wie gesagt auch total daneben. Und dagegen habe ich mich auch gewehrt. Aber auch wie gesagt, da hat der Hans-Georg Maaßen meiner Meinung nach ganz passend etwas dazu gesagt und auch das möchte ich jetzt mal kurz einspielen. Wir müssen in diesem Lande leider feststellen, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, weil sie einer falschen Partei angehören oder weil sie Leute kennen, die einer falschen Partei angehören.
Wir müssen feststellen, dass wir in Deutschland in einem Land leben, in dem Menschen stigmatisiert werden, an den öffentlich-rechtlichen Pranger gestellt werden, weil sie mit anderen Leuten im gleichen Raum waren. Wir müssen feststellen, dass Journalisten sich wie Geheimdienstler im Privatauftrag verhalten, Leute ausspionieren und dann Geschichten erfinden, um diese Menschen dann zu diffamieren, zu diskreditieren oder man kann sagen, eigentlich fertig zu machen. Dies ist das Deutschland 2023. Das ist nicht mein Deutschland, sage ich als Staatsbürger und auch als Jurist, weil dies nicht mehr viel mit den Freiheitsverbürgerungen und den Menschenrechten unseres Bonner Grundgesetzes zu tun hat. Wir müssen wahrnehmen, dass das, was mit der AfD bisher geschehen ist, auch mit uns geschehen kann, vielleicht noch schlimmer. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass dies passieren kann. Ich kann jedenfalls nur die Politiker warnen, die linksfaschistische Antifa als Knüppeltruppe betrachten, die sich mit diesen Leuten solidarisieren, diese Leute hofieren und mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Ich kann die Politiker, die dies tun, nur davor warnen, noch weiter zu gehen und die Antifa gegen uns einzusetzen als Knüppeltruppe zur Einschüchterung und zur Neutralisierung von politischem Personal. Wer das als Politiker tut, spielt mit Streichhölzern in der Munitionsfabrik. Ja, und so kam es dann halt also, dass ich mich von der Linkspartei näher abgewendet habe und mich dann wieder auf meine alte Werte, naja, zurückbesinnt habe, die ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, konservativ geprägt sind. Das heißt also nicht, dass ich jetzt alles Linke ablehne, weil ich muss auch ganz ehrlich sein, in dieser Partei habe ich, wie gesagt, auch ganz nette Leute kennengelernt und die ich auch heute noch zu schätzen weiß. Und eine Person zum Beispiel ist da diese Etski Gülyilda. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt korrekt ausgesprochen, Gott erbarme. Sie ist, wie gesagt, eine Kurdin. Und sie ist wohl so ziemlich, man kann schon sagen, türkisch Staatsfeindin, weil die immer wieder den Erdogan kritisiert hat und so weiter. Und die wird auch, politisch verfolgt und vor allem also, auch durch die sogenannten Grauen Wölfe, die ja selber auch als, rechtsradikal gelten und das wünsche ich, wie gesagt, keinem. Und diese Person habe ich, wie gesagt, immer nett kennengelernt gehabt und die war auch nach dem Austritt, also als ich aus der Partei ausgetreten bin, immer noch sehr nett zu mir und hat mich dann halt damals eingeladen, dass ich mich doch dann halt, wie gesagt, dieser Gruppe von Sarah Wagenknecht mit anschließe, weil sie halt auch eine zu diesen Pionieren gehörte, die halt auch bei dieser Sarah Wagenknecht-Gruppe damals mit dabei war. Bündnis Sarah Wagenknecht. Das war ja damals noch keine Partei, sondern war ja einfach nur eine Gruppe damals. Und ja, so kam es halt also auch, dass ich dann, wie gesagt, die Sarah Wagenknecht mal persönlich kennenlernen durfte und mit ihr mal sprechen konnte und so weiter, was übrigens sehr interessant war, muss ich dazu sagen. Ja, aber wie ich schon gerade so erwähnt habe, diese Etski, die wird halt, wie gesagt, politisch verfolgt. Und ich glaube, aufgrund dessen kann sie auch nicht in die Türkei reisen. Und ist halt dann deswegen auch von dem Verfassungsschutz, glaube ich, sogar gewarnt worden, dass da, wie gesagt, so ein paar Leute sind, die ihr halt ans Leder wollen. Und wie ich schon sagte, die hat Morddrohungen bekommen und alles Mögliche. Und sowas wünsche ich selbst meinen ärgsten Feinden nicht. Und
Ja, das ist also auch der Grund, warum ich so sehr Extremisten ablehne. Egal, ob Extremisten jetzt von links kommen oder Extremisten von rechts kommen, völlig egal. Ich lehne Extremisten grundsätzlich ab. Auch islamische Extremisten, rechte Extremisten, linke Extremisten. Ich bin zwar dafür, dass man sich jeden Standpunkt anhört und sich halt, wie gesagt, ein eigenes Bild von den Personen macht und so weiter. Aber ich bin dagegen, wenn, naja, Leute versuchen mit faschistischen Methoden, das heißt also mit Gewalt, andere Menschen, zu beeinflussen oder, wie soll ich sagen, indem man sie einschüchtern will, genau. Ich glaube, damit treffe ich das Richtige. Also wie gesagt, ich bin absolut dagegen, dass man Menschen einschüchtert mit Gewalt. Und deswegen lehne ich auch die Antifa so vehement ab. Nun gut, ich denke, ich habe jetzt hiermit so ziemlich alles gesagt, was ich über meinen Werdegang so erzählen wollte. Und ich hoffe, ihr fandet das Video recht unterhaltsam. Und wenn dem so ist, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like, abonniert meinen Kanal und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, bis dahin grüße ich euch mit allerbesten Grüßen hier aus Clinton in Connecticut und verbleibe wie immer mit einem Peace am Ende des Videos. Ciao, euer Frank.